Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Gwent mit Paxis. Ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht ganz so viele Fehler wie beim letzten Mal mache, wobei ich halt immer noch krank bin. Also es ist der gleiche Aufnahmetag. Aber ja, ich denke, jeder Fehler sorgt auch dafür, dass man sich verbessert. Und Adrenalinrausch ist mega geil. In den Kampf! Wenn man die Combo richtig spielt. Vor allem halt mit der Fähigkeit von Volltest hier. Ist das Volltest? Abbrechen. So, beißender Frost brauchen wir nur einmal, denke ich. Weil wir haben keinen Nahkämpfer, sehe ich gerade. Wir haben eigentlich viele, viele Einheitenkarten. Aber es gibt halt noch andere, bessere Karten. Ich werde Frost mal... Ah, die zum Beispiel. Das ist ein Nahkämpfer. Ich glaube, den Rest lasse ich. Ich bin mal wieder am Zug. Wir fangen wie immer an. Kann die Schlacht kaum erwarten. Ich habe keine Angst. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Achter Einheit. Das ist halt die Frage, wollen wir jetzt in der ersten Runde auf Sieg und auf Boost gehen oder? Ich meine, wir haben jetzt 13 Angriffspunkte. Bekommen jetzt gleich nochmal 2 dazu und haben 15. Wenn der Gegner die Runde also gewinnen will, muss er halt einiges ausspielen. Also, hör ich auf. Bei so viel Angriff, den er mir gibt. Und entweder schenkt er mir jetzt die Runde. Oder eben nicht. So. Guten Tag. Reicht immer noch nicht. Bist du einer der unseren oder nicht? Was? Er spielt die Karte aus? Das ist eine totale Verschwendung. Was ist das denn? Es sei denn, er hat... Oh Gott. Es sei denn, natürlich, er hat auch Adrenalinrausch. Das kann natürlich sein, dass er jetzt Adrenalinrausch ausspielt. Dass er die jetzt mega krass boostet und dann Adrenalinrausch. Also die verdoppelt und dann Adrenalinrausch. So. Ja, wusste ich's doch. Es war klar, also anders war es nicht zu erwarten. Jetzt bräuchten wir halt verbrennen, dann wäre halt einfach mal kaputt. Aber das zeigt, was Adrenalinrausch für eine mächtige Karte ist. Ich brauche jetzt verbrennen. Game Changer. Jetzt haben wir so eine Game Changer Situation. Ja, das war's. Ja, das war's nicht, aber ich wäre halt, es wird einfach super schwer. Ich habe auch keinen Adrenalinrausch. Ich kann sie nicht vernichten. Okay, damit hat sich dann auch verbrennen erledigt. Ja, dann gehe ich mal auf Boost, oder? Was anderes kann ich machen. Lang lebe, etc., etc. Habe ich die Karte eigentlich zwei oder dreimal im Deck? Ich weiß gerade gar nicht. Die Karte habe ich, glaube ich, bloß zweimal im Deck. Formieren! Gerade am überlegen, wie oft ich die Karte im Deck habe. Ja, verbrennt mich direkt, aber es macht nichts, weil ich ja noch mal habe. Lang lebe, etc., etc. Mein Gegner passt. Ja, jetzt einfach mal raushauen, was halt so auf Lager haben, ne? Formieren! Haben wir die Karte nochmal? Ich bin mir gerade unsicher, aber die dreimal, die haben wir dreimal, oder? Die haben wir dreimal? Ja, die haben wir dreimal. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Okay. So, wir haben 58, 24, 24. Reihen schließen. 82.
Fuck, es reicht nicht. Weil wir nichts davon kaputt machen können. Politik interessiert mich nicht. Geil, das war also nicht so schlau, die erste Runde abzugeben. Moment, verlieren wir das komplette Spiel. Aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Also da hat er natürlich auch ziemliches Kartenglück gehabt, würde ich sagen. So, nach dem nächsten Spiel würde ich sagen, bekommen wir wieder ein Fass. Dann hat er ziemliches Kartenglück gehabt und es war von mir vielleicht ein bisschen leichtsinnig, die erste Runde so abzugeben. Aber gut, das kann ich nicht wissen. Eigentlich war es nicht dumm, die abzugeben. Weil ich hatte so viele. Du hast das Herz eines Ankret. Oh, ist glaube ich das erste Mal, dass wir gegen Ankret spielt, oder? Ah, Stufe 12 ist schon wieder heftig. Ich hatte halt 15 Stärkepunkte, glaube ich, und der Gegner 0 und keine Karte ausgespielt. Da dachte ich mir, naja. So, ich glaube, Adrenalinrausch brauchen wir aber nur einmal, weil wir ja nur einmal das rüber retten wollen. Das heißt, die können wir dann ablegen. Oh, preisgekrönte Kuh. Sehr geil. Das heißt, wir können zwei rüber retten. Einmal mega geboostet und einmal halt. Okay. Lass mich kurz überlegen. Das sieht doch ganz gut aus. Haben auch keinen Nahkämpfer. Und ich glaube, die haben auch viele Nahkämpfer. Der Krake soll meine Eier fressen. Sieh einer an. Das wäre jetzt, glaube ich, sogar ein Spiel, wo wir versuchen können, die ersten zwei Runden zu gewinnen. Mit Adrenalinrausch, Boost, der Kuh. Da können wir halt starke Einheiten mit in die nächste Runde retten. Würde ich mal sagen. Ich guck mal, ob das aufgeht, der Plan. Jawohl. Erhalte bei Auferstehung 4 Basisstärke. Okay. Immun gegen Regen. Ist auch nicht so schlimm. Verdammte Anderlinge. Mehrhawk, verschlinge dich. Au. Was willst du? Und jetzt? Soll ich daraus einen Schürhaken machen? Die Basisstärke einer Nicht-Goldeinheit auf deiner Schlachtfeldseite um 2. Formieren! Kennst du mich einen Feigling? Von 3 Nicht-Goldeinheiten, okay. Ich versuche wirklich mal die erste Runde zu gewinnen und also ich versuche jetzt mal die ersten beiden Runden zu gewinnen. Mal gucken. Aber ich glaube, das könnte was werden. Es sei denn, er bumst mir halt hier meinen Kollegen kaputt, dann klappt's nicht. Ja, Gegner passt. So, ich muss ja jetzt nur die nächste Runde gewinnen. Das heißt, bumm. Ich meine, er hat halt echt nur 15. Das ist halt nicht so viel, aber ich denke trotzdem jetzt. Adrenalinrausch. Verdoppeln. Zerschmettert das Gewürm! Und jetzt herzlichen Glückwunsch, zweite Runde. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Plan aufgeht, aber das kann halt echt so eine böse, krass starke Kombo sein. Es sei denn halt, der Typ halt verbrennt oder irgend so ein Spaß. Dann war's das halt mit den Karten, aber das kann halt passieren. Oh, zweimal die gleiche. Ich bin am Zug. Aber es sind halt zumindest relativ stark, ja? Gleich auf.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zwanriege, was ist das denn? Ach so, Moment. Zwanriege, sofern möglich, wirf eine Karte ab und zieh dann eine Karte. Ja, das ist halt einfach, ne? Kann gut sein, aber ist halt einfach Zufall. Also der hat einfach eine scheiß Hand, das würde ich ja nicht spielen. Gib lieber gleich auf. Verbeugt euch vor Modron Freya. Es geht nichts über einen Raubzug im Frühling. Moment. Lass eine zufällig gewählte Bronze in Erfahrung stehen, die nicht unheilbar ist. Ich überlege halt, ob ich mir jetzt den Effekt aufhebe. Aber ich glaube, er hat kein Frost drin. Ich glaube nicht, dass er Frost drin hat. Na, nicht ganz so schlecht, die Karte. Aber das ist echt mit... Oh, scheiße, er hat sie. Fuck. Das ist trotzdem eine böse Kombo mit Adrenalinrausch. So, die gehen wir natürlich auf ihn. Tja, es ist jetzt nicht mehr ganz so schwer. Aber sie duldet keine Beleidigung. 100.000 heulende Höllenhunde. Es ist jetzt nicht mehr ganz so schwer, die 30 zu knacken. Und ich habe dann halt keine Karten mehr. Und zieh halt eine nach, die wahrscheinlich nicht dafür sorgt, dass der Gegner dann schlechter wird. Ja, das war's. Schade. Ja, der Genickbruch war halt verbrennen. Da ist es dann halt gut, wenn man diese Beförderungskarte hat. Aber die Beförderungskarte ist so selten sinnvoll. Deswegen spiele ich die nicht. Jetzt wäre es halt geil, wenn ich die anderen beiden hätte, weil dann könnte ich nämlich direkt mal drei Einheiten ausspielen mit Eskil und Lambert. Das würde sich lohnen, aber so werde ich jetzt logischerweise verlieren. Ich bin zu alt für diesen Mist. Man höre und man staune. Ich überlege halt, ob es sich lohnt, diese Beförderungskarte dafür reinzunehmen. Aber das war bisher so selten, dass die Gegner Verbrennen eingesetzt haben. Von daher mache ich mir da eigentlich wenig Gedanken drüber. Malen freigeschaltet. Kein Fass bekommen? Na toll. Soll ich diese Beförderungskarte reinnehmen? Ich spiele erstmal weiter mit der Combo Adrenalinrausch und übernehmen dann. Also dann werden wir ja sehen, wie oft das zum Tragen kommt. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass Verbrennen halt hier der Gamechanger war. Sonst hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Aber ich bin momentan auch besser in der zweiten und die zweite und dritte Runde zu gewinnen als die erste und zweite. Ich glaube, die erste und dritte hat noch nie gewonnen. Stufe 1 und ich bin Stufe 3. Das heißt, er hat bestimmt ein komplettes Standarddeck, wenn er sich irgendwie Kohle investiert hat. Das heißt, hier habe ich mal eine gute Chance zu gewinnen. Donner, verbrennen. Balliste. Zweimal die, zweimal die. Überlege gerade, ob ich Balliste ablege. Schwalbentrank ist zum Boosten gut. Donnertrank. Nee, baut jetzt auch nicht. Lang lebe, etc. etc. So, wir haben leider keinen Adrenalinrausch. Das macht also jetzt keinen großen Sinn, in der ersten Runde auf Zwang zu gewinnen. Aber wir schauen erstmal, was der Gegner macht, würde ich sagen. Für den König! Aber wir sind pleite, wie die letzten Hausierer. Mhm. Ich glaube, die Runde gebe ich direkt ab. Der hat 9 Karten, ich habe 10. Ich meine, ich hätte jetzt natürlich Verbrennen spielen können, aber ich glaube, ich hebe mir die auf.
Oder wäre verbrennt besser gewesen? Ich meine, damit bekomme ich zwei gute Karten weg. Es wäre vielleicht besser gewesen. Ärgerlich. Ah, Donnertrank. Also werden die Karten wieder zurück ins Deck gesteckt, weil Donnertrank habe ich doch nur einmal, oder? Die würde jetzt wieder geholt werden. Das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Geil, er spielt eine Karte aus, wo er den Effekt nicht nutzen kann. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Und dann hole ich mir natürlich den Short für die letzte Runde. Oh. Tja, ich glaube, dann booste ich jetzt ihn hier. Ah, nein. Denke ich, oder? Ja, macht keinen Sinn jetzt zu warten. Ich will ja die zweite Runde gewinnen. Dann in der dritten Runde haben wir mit dem Short eine gute Einheit. Oh nein, ja, mach ihn kaputt. Nein! Ja, von mir. Ach, zum Glück. Er macht nicht die Einheit kaputt, die ich boosten möchte. Formieren! Macht zwei Goldkarten draus. Sinnlos, bekommt halt 4 Angriff, aber sinnlos. Donnerdrang ist halt kacke, wir haben halt die Karte nur einmal hier liegen. Ich denke aber, mit Donnerdrang zu warten bringt ja auch nichts. Lieber jetzt drauf jagen und dann die Karte verdoppeln. Oh, er hat Verbrennen, wie bitter, ey. Ja, Verbrennen kann Gamechanger sein, das ist heftig. Für den König! Stampf die Elfen in den Sand! Ich überlege, ob ich Verbrennen jetzt einsetze, aber es bringt mir eigentlich nichts. Ich werde mal das ausspielen. Formieren! Na, er ist zum Glück. Also er wird ja irgendwann die Karte verdoppeln, hoffe ich mal. Lass mich kurz nachdenken. Interessant. Guten Tag. Macht alles nichts, ich habe immer noch Verbrennen. Ist halt nur die Frage, wann spiele ich Verbrennen? Ich glaube, ich werde erstmal den Donner nutzen, um den kaputt zu machen, oder? Bevor er den dann verdoppeln kann. Er hat nur noch 2 Karten, sehr viel kann er nicht mehr machen. Ja, komm, setz sie ein. Setz sie ein. Come on, Baby. Setz es ein. Mach's einfach. Nein, verdoppel die andere. Reihen schließen. Das macht er nicht schlecht. Aber es bringt eigentlich mehr Punkte, wenn er die andere verdoppelt. Aber er macht es genau aus dem Grund, weil er es sich schon geahnt hat, wahrscheinlich. Das ist nicht so geil. Oh, ekelhaft. So, wenn ich jetzt Donnertrank einsetze, bekomme ich 4 Punkte dazu. Das bringt mir recht wenig. Wenn ich die einsetze, dann gehen wir wieder auf 21. Moment, wenn ich die verdoppel, bekomme ich 8 dazu, oder? Oder ich rufe eine Karte wieder. Mal gucken.
Nee, da ist das Verdoppeln besser. Reihen schließen! Verdammt, jetzt muss ich ja doch meinen Effekt ausspielen. Ich meine, ich werde die Runde gewinnen, aber... Ach ja, ist Donnertrank ja sogar besser, fällt mir gerade auf. Ha! Und ich habe in der nächsten Runde einen Short. Und ich habe noch diesen Blitz, also es könnte reichen. Da kann ich auch noch eine Karte ziehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Come on, Baby. Aber war nicht schlecht gespielt von ihm. Oh fuck, was ist? Muss ich wieder meinen Effekt verschwenden? Mist. Egal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt eine Game Changer Karte hat, ist unwahrscheinlich. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Sag ich doch, damit haben wir gewonnen. Ja, sehr schön. Wir müssen noch eine Runde gewinnen, dann bekommen wir wahrscheinlich wieder ein Fass. Da muss ich ja fast noch eine Aufnahme machen. Oder ich mache jetzt einfach noch ein Spiel in der Aufnahme, dann wird die halt länger. Ja, befördern, befördern, befördern. Da können die Einheiten nicht zerstört werden. Und wir bekommen halt pro Einheit auch zwei Punkte dazu, zwei Stärkepunkte. Das könnte in meiner Kombi natürlich Sinn machen. Das könnte Sinn machen. Ich überlege halt echt, ob ich das mal teste, aber ich glaube, das wird einfach zu oft Dead Draw sein, beziehungsweise ist dann halt, wenn ich befördern einfach so einsetze, das sind dann einfach nur zwei Punkte, vielleicht mal vier Punkte mehr. Also es lohnt sich ja echt nur in dieser krassen... In dieser krassen Kombi. Ich muss das mal gucken, wie oft halt verbrennen wir da einen Strich durch die Rechnung macht. Aber wir haben halt jetzt schon 34 Karten im Deck. Mehr will ich eigentlich nicht reinnehmen. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Mein Volk hat so gelitten. Oh, Stufe 1. Das soll dann wieder hoffentlich ein Sieg sein. Zweimal Frost. Das können wir wahrscheinlich einmal ablegen. Adrenalinrausch ist gut. Das gefällt mir auch. Die beiden, ich glaube, die brauchen wir nicht. Die ist okay. Die ist okay. So, die Balliste brauchen wir nicht unbedingt. Balliste ist eher so eine Ersatzkarte, also die ich quasi... Oder so eine Füllkarte, die ich nur drin habe, weil ich noch keine besseren habe. Schauen wir mal. Ich hasse Portale. Ich überlege, ob ich direkt in der ersten Runde auf die Boost-Strategie gehe, weil Adrenalinrausch und so und Short. Männer, an die Waffen! Den haben wir ja nochmal im Deck. Ich würde eigentlich lieber den hier verdoppeln. Das heißt, ich müsste dann eher... Die ausspielen oder die? Militelis Melon, du blöder Schwachkopf. So, jetzt ist die Frage, spiele ich lieber den Chord oder spiele ich lieber die Tankerville? Ist ja egal, welche ich dann booste. Ich glaube, ich hebe mir die Tankerville lieber auf. Ja.
Okay, er boostet die auf 18. 18, wieso? Guten Tag. Kann er auch irgendwie verdoppeln? Nee, oder? Tod den Deune. Gut, es ist Stufe 1, also ich muss mir jetzt auch nicht so viel Strategie beim Gegner erwarten. Das kann auch sein, dass er einfach die erste Runde gewinnen will. Das kann natürlich sein. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Das gibt Ärger. Fällt gerade ein, wenn ich die noch habe, muss ich dann ja eine Karte haben, die ich noch mal im Deck habe, um den Effekt zu nutzen. Hä? Ah, verbrennt jetzt, aber... Oh nein, er hat bestimmt nicht drüber nachgedacht, dass seine Karte stärker ist. Er dachte, dass Verbrennen die 13er vernichtet. Oh, das tut mir jetzt fast schon leid für den Gegner. Das ist aber geil, weil dann ist jetzt Verbrennen bei ihm weg, den hat er noch einmal im Deck. Sehr geil. So, darf ich mal überlegen. Den haben wir nur zweimal im Deck, den Cat Vane, wenn ich mich recht entsinne. Also spiele ich jetzt... Also ich kann eigentlich schon den... Boost spielen. Adrenalinrausch. Ist doch nur eine 13er, aber sollte eigentlich reichen für die nächste Runde. Meine Güte. Zerschmettert das Gewürm! Komm jetzt hier auf, das schaffst du doch nicht mehr. Excuse me. Er hat nichts mehr, aber das war halt auch ein grober Fehler mit diesem Verbrenner-Spiel, aber ich kann es nachvollziehen. Man denkt halt einfach, wenn man das noch nicht so lange spielt, denkt man halt einfach, okay, die verbrennt die höchste gegnerische Karte, aber halt einfach die gegnerische und die eigene, je nachdem, wo halt die höchste liegt. Und er hat halt eine 18er Einheit gehabt. Na? Gibt der jetzt schon auf, oder? Also ich gehe mal davon aus, er gibt jetzt die Runde ab, dann haben wir in der nächsten Runde den 9er Chor, die 2 13er, hauen einfach alles raus, was wir haben, und er hat verloren. Und dann haben wir unser Ziel erreicht, nämlich die 6 Runden zu gewinnen und wahrscheinlich ein Fass zu bekommen. Na? Hat er jetzt keinen Bock mehr oder weiß er einfach nicht, was er machen soll, oder? Hä? Was war denn das jetzt für ein Effekt? Ich bin an der Reihe. Ich bin gerade verwirrt. 33, 40. Hä? Ich verliere immer eine Karte, wenn ich nicht weiterspiele. Was ist denn jetzt los? Ich bin gerade mega verwirrt. Der Jacke musst du doch schwitzen, ich war an der Reihe und hab nicht gerafft, oder was? Oh Gott. Die gehen dann immer auf den Friedhof, die Karten. Ach du Scheiße. Oh Gott, jetzt verliere ich vielleicht noch durch eigene Dummheit. Wie geil ist das denn? Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Oh Gott, Nebel. Ich werde echt jetzt verlieren, ne? Ich verliere jetzt durch eigene Blödheit. Ist das normal? Es gibt's doch gar nicht. Ich bin doch dumm, ey. Krass.
18. Und wir verlieren ja, also wir brauchen den Frost nicht ausspielen, der schwächt uns mehr als den Gegner. Geil, wie wir die Runde jetzt ernsthaft noch verlieren, weil ich dumm bin. Und nicht gerafft habe, dass ich an der Reihe bin, sondern gedacht habe, der Gegner ist an der Reihe. Ich bin echt zu müde, zu kaputt, zu krank. Das war keine gute Idee. Oh Gott, bin ich doof. Naja, immerhin. 9er und 2 7er. Wir müssen aber halt noch 2 Runden gewinnen, das ist das Problem an der Sache. Das war's! Stampf die Elfen in den Sand! Ach, das ärgert mich gerade. Sie können sich verstecken, aber es gibt kein Entrinnen. So, ich gebe die Runde jetzt ab, damit ich noch eine Einheitenkarte habe für die nächste Runde. Falls ich die Runde gewinnen sollte. Sehr gut. Das reicht nicht, oder? Damit hat er jetzt gerade seine Einheiten oder seine Karte verspielt, mit der er eine Einheit rufen kann. Ist doch egal, was er jetzt macht, oder? Das ist doch überall der gleiche Effekt. Reicht ja trotzdem nicht. Und ich habe noch eine Einheit und nochmal den Frost, von daher... Oh Gott, wenn ich Glück habe, gewinne ich jetzt ernsthaft noch die letzte Runde. Das wär's, ey. Obwohl ich so scheiße in der ersten gespielt habe. Ah, fuck, die Einheit ist natürlich nicht so geil. Für Catman! Vielleicht hat er nur Schrott gezogen. Sie können sich verstecken, aber es gibt kein Entrinnen. Damit haben wir gewonnen. Damit haben wir echt gewonnen. Ach du Gott. Ist das geil. Oh Gott, was für ein peinlicher Sieg. Was für ein peinlicher Sieg. Richtig peinlich. Richtig, richtig peinlich. Wenn wir normal gespielt hätten, hätten wir auch die zweite Runde gewonnen gehabt. Erz. Oh, wir haben ja schon 200 Erz, gar nicht drauf geachtet. Da gehen wir mal in den Laden und kaufen 2 Fässer. Quentkarten. Viele. Aller Art. Oh, wir machen Schlagschmetter. Wieder keine für mich dabei. Ein Kretkrieger. Was soll denn der Spaß mit dem? Verliere 2 Stärke. Ist ja wirklich so der Effekt. Er ist doch komplett sinnlos. Warum gibt man dem da nicht einfach 5 Stärke? Ach so, man könnte dann die Combo spielen mit verdopple den Angriff deiner geschwächten Einheiten. Und dann hat die halt 10. Ja, alles klar. Beast, keine Fähigkeit. 8. Angriff. Alzurs Donner, verringert die Stärke einer Nicht-Einheit um 7. Ist die Frage, ob das ein drittes Mal Sinn macht im Deck. Ich glaube, zweimal reicht, weil die ist ja manchmal so schon... mit zweimal nicht so geil. Neckar, okay. Yennefer, die Zauberin. Verringere zu Beginn deines Zugs die Stärke der stärksten Nicht-Goldenheit. Verringere zu Beginn deines Zugs die Stärke der stärksten Nicht-Goldenheit außer dieser Einheit auf dem Schlachtfeld um 1. Okay, das ist ein dauerhafter Effekt, oder? Aber Yennefer ist halt skellige Deck. Setze die Stärke aller Nicht-Goldeinheiten in einer deiner Reihen auf 6. Ne, Moment, Yennefer ist neutral, oder? Ist das neutral? Das ist neutral, oder? Das Lila hat mich verwirrt. Das hier ist Monster. Das ist Monster und das ist... Na, dann nehme ich natürlich Yennefer. Verringere zu Beginn deines Zugs die Stärke der stärksten Nicht-Goldeinheit, außer dieser auf dem Schlachtfeld um 1. Das heißt, wenn der Gegner haufensteige Karten hat, dann kann man die damit... Runde um Runde schwächen, aber ich glaube, der Effekt kann halt auch einfach zu oft nichts bringen, weil man sich selber schwächt. Aber ich werde trotzdem die dann hier ins Deck nehmen. Ins Deck, sag ich mal. Setze die Stärke aller Nicht-Goldeinheiten in deiner Reihe auf 6. Kann was bringen, wenn man halt so ein Brutding spielt. Was? Eliren. Spiele diese Karte sofort aus deinem Deck aus, wenn 5 oder mehr enthüllte Elfeneinheiten auf deiner Seite sind. Das klingt auch gut.
Dafür muss ich halt noch im Deck sein, ne? Ansonsten ist einfach eine 6er Eisen. Alle nicht so geil, ich weiß auch nicht. Aber er bewegt sich im Bild, also ist er wahrscheinlich besonders selten, deswegen nehme ich den hier mal. Ja, hier ist das Ding, was da dranhängt, halt anders als hier. Obwohl ja beides Monster, wenn ich das richtig sehe. Das kann also sein, dass das bedeutet, wie selten das ist. Aber das hätten wir auch einfach mal einfacher machen können. Und dann gibt es halt auch Silber, Bronze, Gold und so, ne? Oh, zwei diesmal, sehr schön. Reiter der wilden Jagd, immun gegen Frost. Kommando der blauen Streifen, erhöhe die Stärke aller all deiner anderen Kommando der blauen Streifeneinheiten um 2, egal wo sie sich befinden. Wenn man da ein paar im Deck hat, ist es nicht schlecht, dann bekommt man die halt direkt auf 7. Redanischer Ritter, fuck man. Berserker Plünderer. Catwin Belagerungshelfer, der ist so selten, oder was? Reiter der wilden Jagd, immun gegen den Frost, spiele alle Reiter der wilden Jagdkarten aus deinem Deck aus. Immun gegen Frost, spiele alle Reiter der wilden Jagdkarten. Sheldon Skeggs, 10. Haben wir einmal, die haben wir jeweils zweimal. Ich überlege halt, ob ich die noch ein drittes Mal ins Deck reinnehmen will. Ist halt im Endeffekt eine Boost-Color und die kann halt 8 auf 8, also die hat halt 8 Stärke, ne Quatsch, doch, 8 Stärkepunkte generieren. Ist halt zum Beispiel sinnvoller als die Katapulte, die nur 7 Stärkepunkte generieren. Ich glaube, dann nehme ich die nochmal, weil ich die ins Deck reinnehmen möchte. Mensch im Laden, komm! Ja. Und mehr als 34 Karten will ich jetzt auch erstmal nicht drin haben. Das heißt, ich werde wohl die Katapults rausnehmen, die du nicht brauchst, malen. Sehr schön. Filter. Neu. Hä, die sind doch nicht alle neu, die Karten. Die Karte ist auf jeden Fall neu. Gemälde sollten Gefühle transportieren, keine Worte. Wenn ich die jetzt zum Beispiel zermale, bekomme ich 50, okay. Die Ehe ist Gemälde. Ach so, das ist sogar ein Anführer, fällt mir gerade auf. Das ist gar keine normale Karte, das ist eine Anführerkarte, alles klar. Monster-Anführerkarte. Den hatte ich doch auch schon drinne, hä? Warum zeigt er mir denn jetzt alle Karten an? Verstehe ich nicht. Alle Fraktionen, Besitzstatus neu. Die sind noch nicht neu. Erst fallen die Büffelhörner auf ihrem Helm. Ah, das hat man schon. Erst fallen die... Zwergensöldner. Es kommt drauf an, das Angenehme mit den mystischen... Ja, okay. Wer war denn jetzt noch neu? Ja, hier. Ich würde alles für Temerien tun, wobei es meist aufs Töten hinausläuft. Wenn man davon viel im Deck hat, macht es halt schon Sinn. Bies. Ein Bies sieht ein bisschen wie ein Hirsch aus. Ein riesiger, böser Hirsch. Ich war dort, an vorderster Front, wo die Camper am heftigsten tobten. Wir wissen nicht genau, wie Manticore. Ach so, ja, okay. Gut, gut, gut. Also rein theoretischerweise, wenn ich jetzt auf alle gehe, im Besitz, wenn ich jetzt beispielsweise den Nebel zermalen würde, oh, da gibt es 5 Punkte, ach du Gott. Ich meine, irgendwann macht es halt Sinn, um sich eine einzelne Karte zu holen, aber da muss man sich ja mal einen Tag Zeit nehmen und dann die Schrottkarten, die man zu 100% nie braucht, zermalen. Das sind halt logischerweise nur irgendwelche schlechten oder irgendwelche Karten, die man halt so oft hat, dass man sie nicht mehr ins Deck... Ich weiß gar nicht, wie oft man eine Karte ins Deck reinnehmen darf. Ich denke mal 4-mal oder so. Jetzt gehen wir aber kurz auf unser Deck. Toll, da hätte ich auch eine Doppelfolge, da hätte ich auch nochmal eine neue Aufnahme machen können, jetzt sind wir ja bei einer Doppelfolge. Genau, dann nehmen wir jetzt einmal die Balliste raus, weil es einfach nicht so sinnvoll.
Dann nehme ich lieber die hier, weil ich habe schon ein, zwei Mal die Balliste gehabt und konnte den Effekt nicht einsetzen. Also lieber die direkte 7er Karte. Außerdem kann ich die halt auch besser boosten als die hier. Das heißt, die nehmen wir einmal raus. Ich überlege gerade sogar, ob ich die zweimal rausnehme. Aber eigentlich hatte ich bisher nicht das Problem, dass ich zu viele Einheitenkarten ziehe oder so. Ich überlege gerade, kommen wir auf 32. Eine packe ich wieder rein. Ach so, den Donner. Will ich den Donner dreimal im Deck haben? Ich weiß gerade nicht so richtig. Blaue Streifen lohnt halt logischerweise nur, wenn man davon viele hat. So. Jetzt haben wir 34. Wenn ich die rausnehme, wie viel haben wir denn dann? Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hätten wir dann genau 20 Einheitenkarten drin. Aber logischerweise kann es auch mal gut sein, die zu haben und die gegnerische Karte zu zerstören, logischerweise. Ich glaube, ich lasse die erstmal drin. Wenn ich merke, dass ich zu viele Monster oder zu viele Einheitenkarten habe, kann ich es immer noch ändern. Aber ich fühle mich gerade ganz wohl mit den 34. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.